Jesus sagt über die Schafe, ich kenne sie. Der Hirt kennt die Schafe besser als die außenstehenden Denker, kennt sie oftmals individueller, kennt sie auch ein bisschen an ihren Eigenheiten, an ihren Gebrechen. Und er muss sie kennen, weil wenn er sie nicht kennt, weiss er nicht, welches ist jetzt da krank gewesen, welches hat Husten gehabt, im Interesse des Schaf, weil die Schafe sind sehr heikle, sehr krankheitsanfällige Tiere. Darum muss er sich darum kümmern, sonst hat er gleich gar keine Herde mehr. Es ist nicht lange her, da bin ich unterwegs in Jerusalem zu einem Nachtessen eingeladen worden. Ein Professor Ziegler mit seinen Studenten, aber auch anderen Reiseteilnehmern, hat den Reiseschluss gefeiert und hat natürlich nachher dort Dankesreden gegeben, hin und zurück und so weiter. Und der Professor hat gesagt, er bedankt sich aber auch bei dieser Gruppe, dass sie so treu ihm immer wie Schaf gefolgt sind. Überall, wo er sie hergeführt hat, hat einer von der Reisegruppe gesagt, er ist aufgestanden und gesagt, Herr Professor, ihr habt uns doch selber erklärt, der Unterschied zwischen einem Säuhirt und einem Schafhirt. Nämlich der Säuhirt, der muss immer hinten nachlaufen und den Säu aufs Hingere geben mit dem Stecken, um sie dort herzubringen, wo er wünscht. Und der Schafhirt, der ruft einfach die Schafe und dann kommen sie ihm hinten nach. Auf das hier ein schallendes Gelächter geben, natürlich. Jetzt müssen wir gerade ein Moment die beiden Bilder ein bisschen gegenüberstellen in unserem geistigen Auge. Beide Bilder sind biblische Bilder. Schafhirt, Säuhirt. Der einen kennen wir gut, vom verlorenen Sohn. Übrigens ja auch dort, wo die Dämonen in die Zeug gefahren sind und dann die Hirten sich springen und haben Jesus gesagt, geh in eine andere Gegend, wir wollen die hier nicht mehr sehen. Aber vor allem eben auch der Schafhirt, die beiden Bilder stellen wir dann gegenüber, für so die ein bisschen auf uns zu wirken. Zu welcher Herde möchtest du gehören? Zu denen, wo man gerne ein bisschen auf die Hingere klopfen muss, damit sie noch ein bisschen weitergehen, weil sie vielleicht gerade hier das haben gefunden, was sie gerne suchen, oder weil sie ihre Nase ganz an einen anderen Ort herzieht, oder zu der Schafherde, die lässt auf den Ruf vom Hirt und nachher einfach miteinander, eigentlich ohne Widerrede, nachher ihm folgt. Was wir jetzt hier sehen, ist das, was der verlorene Sohn tagelang, wochenlang, wir wissen nicht wie lange, immer gesehen hat, Säu, die fressen. Säu, die eine unglaublich gute Nase haben, sie schmecken Trüffel über hunderte von Meter. Auch andere Sachen, die ihnen behagen. Sie merken sofort mit ihrer Nase, da hat es Knollen im Boden, die können wir auslochen. Für das haben sie eine extra gute Nase, die das dann kann. Und so kommen sie immer zu ihrer Nahrung. Sie gehen Nase voran durch die Welt. Und die Zangere sehen wir jetzt hier auch. Wenn wir ein bisschen die Kamera schwenken, dann sehen wir das Hingere von der Sau. Das ist die Perspektive des Sauhirt. Der Sauhirt muss sie so treiben. Er sieht nicht ihre Gesichter, sondern er sieht einfach ihre Füdle. So hat sie der verlorene Sohn am Schluss eines Tages, eines arbeitsreichen Tages, wo er selber nicht einmal etwas zu essen bekommen. Also in beiden Fällen, bei Sau geht es weniger um Beziehung zum Tier. Und wenn wir jetzt ganz persönlich fragen, möchtest du ein Member sein von einer Sauherde? Das heisst, vor allem von hinterher, der Schläge vorwärts getrieben werden, irgendeinem Ziel entgegen, dann muss ich sagen, alle würden sagen, nein, auf keinen Fall, so möchte ich nicht leben. So möchte ich nicht geleitet werden, so möchte ich nicht geführt werden. Und trotzdem geht es sehr vielen Menschen so, dass sie eigentlich getrieben werden durch das Leben. Nicht durch Augenkontakt, nicht durch Stimme, nicht durch Ruf, nicht durch das, dass sie beim Namen gerufen werden, sondern durch das, dass sie einfach vorwärts getrieben werden von hinten, von irgendeiner Macht, die sie durch das Leben durchpeitscht, an Orten her, wo sie wahrscheinlich nicht einmal wollen. Auch an dieser Stelle machen wir einen kurzen Seitenblick auf die Biografie von Jakob Damkani. Beim Missionieren auf offener Straße in Jerusalem ist er von vier Yeshiva-Studenten, das sind so Talmud-Schüler, verprügelt worden und schreibt nachher, in Gedanken sah ich ihre wutverzerrten Gesichter vor mir. Sicherlich würden sie stolz zu ihrer Yeshiva zurückkehren und sich vor ihren Freunden und dem Rabbi damit brüsten, einen Missionar erwischt und verprügelt zu haben. Der Rabbi würde sie für ihre Tapferkeit loben und die anderen Studenten ermuntern, ebenfalls in den Heiligen Krieg gegen die Missionare zu ziehen. Das sagt er als Insider, weil er eine Zeit lang eine solche Show selber auch war. Das Bild vom guten Hirten und der Herde, das Jesus in Johannes 10 vor unsere Augen malt, gibt ja auch das Stichwort für das Jüngerprogramm ab, nämlich «Folge mir nach». Sie folgen mir oder sie folgen ihm, sagt er über den Hirten, und jetzt sagt er dem Jünger «Folge mir nach». Also genau der gleiche Sachverhalt.
Ich bin selber auch dran, bei mir alle Schweinetreiber, die es noch irgendwo hat, ausfindig zu machen. Alle Sachen, die mich so von hinten antreiben oder alle Sachen, die ich gerne die Nase reinstecke aus einer falschen Lust. Das sollen nicht solche Elemente sein oder solche Motive oder solche Gründe, die mich vorwärts bringen in meiner Nachfolge. Ich möchte wirklich immer mehr lernen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören, die zu meinem Herz redet. Und aus diesem Grund sagen, ja, ich folge dir, weil du bist der gute Hirte. Zum Schluss werden wir miteinander dann noch schauen, was ist das eigentlich für eine Weide, wie lang ist die, wie breit, wie weit geht die. Jesus sagt ja sogar, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Es zeichnet sich eine sehr lange Wanderung mit dem Hirten ab.